was geht, meine lieben Fußballfreunde? Ich hoffe, euch geht es gut. Für mich geht es heute wieder mal in unsere wunderschöne MEWA Arena, aber zu keinem Spiel der Mainzer, denn wir befinden uns ja mitten in der Länderspielpause und es ist tatsächlich die deutsche Nationalmannschaft zu Gast in Mainz in der MEWA Arena. Ich habe mir Tickets sichern können. Heute ist ausverkauftes Haus. Es ist mein allererstes Länderspiel. Ich freue mich unfassbar drauf. Bin echt gespannt, was das wird. Und ja, neuer Stadionvlog. Deutschland gegen Peru. Ja, Leute, ich habe es im Intro schon gesagt, das ist mein allererstes Länderspiel überhaupt von der deutschen Nationalmannschaft. Ich habe noch nie ein Länderspiel gesehen und deswegen freue ich mich auch so unfassbar auf heute, weil ich super gespannt bin, was das heute wird. Seit ich klein bin, seit ich denken kann, gucke ich fast jedes, ich glaube, ich habe seit ich denken kann, jedes Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei nationalen Turnieren, EM, WM auf jeden Fall gesehen. Und heute mal die Nationalmannschaft, auch wenn es nur ein Länderspiel in Anführungsstrichen ist, mal live zu sehen, ist auf jeden Fall was Besonderes, was man auf jeden Fall mal erleben muss. Und ich bin froh, dass wir das erleben können, denn die Nationalmannschaft ist, wie gesagt, heute in der MEWA Arena zu Gast. Das waren sie bis jetzt schon zweimal. Einmal vor der legendären WM 2014. Da haben wir so nämlich ein Länderspiel gehabt gegen Armenien, 6:1 gewonnen. Und dann nochmal 2019, auch ordentlich, gegen Estland, 8:0. Das heißt, es erwartet uns, es kann uns heute ein Torfestival erwarten. Wirklich, also es sind bis jetzt bei den Länderspielen in der MEWA Arena immer viele Tore gefallen. Mal schauen, was es heute wird. Wir spielen gegen Peru. Hansi Flick hat ja gesagt, man möchte sich jetzt zur EM starke Testspiel- bzw. Länderspielgegner aussuchen. Es sind, glaube ich, 12 Länderspiele bis zur Europameisterschaft im eigenen Land. Und Peru ist auf jeden Fall ein Gegner, den man nicht unterschätzen darf. Also wirklich, ich habe jetzt mal geschaut, bisschen recherchiert über Peru, was man da so herausfinden kann. Und ich habe gesehen, dass die einfach 21. in der FIFA-Weltrangliste sind. Das heißt, vor Österreich, vor Polen, vor Schweden. Also das ist schon eine Hausnummer. 21 ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Platzierung. Und das heißt, man darf die auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und das wird Hansi Flick auch nicht machen. Wir haben aber auch einen guten Kader. Zum Kader komme ich aber später auch noch. Das ist auch ganz, ganz wild, was da Nominiertechnik abgelaufen ist. Wie gesagt, aber dazu später mehr. Aber Peru auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Ich habe auch mal geschaut, ob man da den einen oder anderen Spieler vielleicht kennt. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich da jetzt die Spieler nicht so sehr kenne. Also ich habe mal geschaut im Kader, wer da so dabei ist. Und ich glaube, Renato Tapia, das ist so der bekannteste, den die Peruaner im Moment in ihren Reihen haben. 7,5 Millionen Euro wert, der teuerste Spieler, spielt in Spanien bei Celta Vigo. Sonst kenne ich da tatsächlich keinen. Aber natürlich, man kennt die ehemaligen glorreichen Peruaner. Claudio Pizarro, Fafan, Paulo Guerrero, der ja auch teilweise in der Bundesliga gespielt hat. Die kennt man natürlich, aber die sind natürlich auch lange nicht mehr dabei. Peru auf jeden Fall eine sehr, sehr wilde Mannschaft. Ich war heute Mittag auch schon in der Stadt unterwegs. Es waren überraschend sehr viele Peruaner da. Also bunt gekleidet, mit Flaggen auf dem Rücken, Flaggen in der Hand, mit Trikot an. Auf jeden Fall ein sehr, sehr besonderes Feeling. Und wenn das nächstes Jahr bei der Europameisterschaft genauso wird, dann freue ich mich schon mega drauf. Also das ist was sehr, sehr Cooles, auch mal andere Kulturen kennenzulernen. Auch wenn es, wie gesagt, nur in Anführungsstrichen Länderspiel ist. Ich freue mich drauf, ihr merkt es. Meine Stimmung ist sehr euphorisch und ich bin auch mal ganz gelassen. Mal kein Mindspiel, mal kein Druck und einfach mal entspannt ein bisschen Fußball schauen. Ich gehe jetzt in Richtung MEWA Arena, bin mal gespannt, was mich da erwartet. Es ist heute ein Tag der Überraschungen. Ich lasse mich wirklich überraschen, lasse es auf mich zukommen. Und jetzt laufe ich ganz entspannt hier noch eine Mütze. Schauen im Stadion noch, ob wir einen Schal auch finden, weil ich habe tatsächlich keinen einzigen Deutschland-Schal, nur so Billo-Schals, aber keinen richtigen. Deswegen, vielleicht kriegen wir da in der MEWA Arena noch was und mache mich jetzt auf den Weg in Richtung MEWA Arena. Genug gequatscht. Am Stadion angekommen und ich muss echt sagen, was da vorm Stadion abgeht, ganz, ganz wild. Da ist übertrieben viel aufgebaut. Ich schaue, ob ich euch das auch noch ein bisschen zeigen kann. Um mich herum, es bleibt dabei. Wenig deutsche, mehr peruanische Fans. Vielleicht fangen wir uns da auch noch den einen oder anderen Tipp ein, wer weiß. Auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend, was vor dem Spiel bzw. vor dem Stadion hier abgeht. Es bleibt dabei, vorm Stadion ein paar peruanische Fans getroffen und die hauen mal jetzt ihren Tipp raus. Der eine kann Deutsch. Ja, was genau. Also ich hoffe auf ein 2:2. Das wäre auf jeden Fall schon ein großer Erfolg. Wird allerdings sehr schwierig. Vielleicht die Chance da, dass einige deutsche Spieler ja fehlen.
aber ein 2-2. Spannender Tipp, spannender Tipp. What is your prediction? I think we will win for 2-1. Goal of Rui Diaz and Oreja Flores. Oh, oh, sehr interesting. Thank you very much. Wir haben es reingeschafft und es ist mega ungewohnt, irgendwie im Stehblock, weil ich bin jetzt hier im Stehblock Sitzplätze zu sehen, weil normalerweise ist ja hier, steht ja hier alles voll und zu Länderspielen ist ja alles mit Sitzplätzen hier ausgebaut, sehr ungewohnt, aber ich sehe gerade an jedem Sitz hier hängt so ein schwarzes Ding hier, das heißt, es wird auf jeden Fall eine Choreo geben und wir werden Teil davon sein, wir werden Teil der Choreo sein, auch ganz, 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 ganz wild und die Deutschen sind auch gerade angekommen. Der Stadionsprecher hat es gerade gesagt, es ist der Anfang für den Weg in Richtung Europameisterschaft 2024. Es ist nicht mehr lange hin, es sind sehr, sehr viele neue Gesichter dabei, die Nominierung allgemein sehr, sehr wild, sehr, sehr viele Unbekannte auch, Joscha Wagnumann vom VfB, Merin Berisha, Marius Wolf, absolut verdient auch nominiert, sehr, sehr gut in Form bei Dortmund. Mir fällt gar nicht alle ein. Felix Metscher, Malik Schau, also sehr, sehr viele junge, neue Gesichter. Es ist sehr, sehr spannend, was so bis zur Europameisterschaft passiert und auch sehr, sehr spannend, was hier heute Abend passieren wird bei diesem Spiel. Ob wir das ein oder andere Debüt sehen werden, mal sehen. Es wird wahrscheinlich Ter Stegen im Tor stehen mit der Nummer 1, auch sehr ungewohnt. Es ist vieles, vieles neu. WM vergessen, jetzt zählt's, jetzt heißt es, sich wirklich vorzubereiten auf die Europameisterschaft. Es ist auf jeden Fall, Leute, ich kann es euch wirklich sagen, ein sehr, sehr spannendes Erlebnis. Ich weiß, viele sind nicht so Fan von den Länderspielen, aber es ist wirklich, ich rate es euch, wenn es euch in der Nähe ist, nehmt es wahr, es ist wirklich ein Erlebnis, die Nationalmannschaft zu sehen. Rolle gespielt hat, damals in der Nacht von Rio und auf dem Triumph in Maracana war er der DJ der deutschen Fußballnationalmannschaft. Hat aufgelegt die ganze... Spieltagsbrille ist aufgesetzt, natürlich heißt das auch bei dem Länderspiel. Es wird Zeit für meinen Spieltagstipp. Aufstellung habe ich gesehen. Sehr, sehr offensiv. Kai Havertz, Füllkrug und Timo Werner, also sehr, sehr offensiv. Zwei neue sind dabei, Marius Wolf und Rückkehrer Emre Can. Also bei Dortmund, da soll es laut richten. Auf jeden Fall Marius Wolf zu Recht dominiert, sehr, sehr gut in Form. Ja, was tippisch. Ich will Peru nicht unterschätzen, aber ich glaube, Deutschland gewinnt 3-0. Ich glaube, das wird eine sichere Kiste. Wenn sie es gut über die Zeit bringen und von Anfang an im Spiel sind, da bin ich mir sicher, vor allem mit der Offensive, mit Timo Werner und Füllkrug, Doppelspitze wahrscheinlich. Sehr, sehr interessant. Kann das auf jeden Fall 3-0 werden. Also mein Spieltagstipp 3-0. Ganz einfach.
ganz einfach gespielt. Ich glaube, es war wieder Füllkrug. Zweimal Füllkrug. Beim Länderspiel Deutschland gegen Peru. Deutschland führt 2-0 verdient. Peru hatte keine Chance. Deutschland macht es aber auch wirklich sehr ordentlich. Wir hätten eigentlich ja auch eigentlich ein, zwei Tore mehr schießen können, aber wir haben ja noch eine zweite Halbzeit, das heißt, es ist noch alles offen. Sehr, sehr verdiente Halbzeitführung. David Raum spielt heute sehr, sehr gut. Kai Havertz macht gut und Niklas Füllkrug ist einfach ein Macher. Da müssen wir, können wir sagen, was wir wollen. Timo Werner ein bisschen schwach. Der ist noch nicht so ganz im Spiel, aber im Großen und Ganzen ist es eine ordentliche Leistung der deutschen Nationalmannschaft. Kann man auf jeden Fall nicht meckern. Hinten stehen wir gut, die Dortmunder hinten machen das gut. Und im Grunde genommen, wie gesagt, 2-0 geht in Ordnung. Da ist aber auf jeden Fall noch Luft nach oben, was das Torschießen angeht. Denn wir hatten hier echt schon dicke, dicke, große Chancen. Aber die machen wir in der zweiten Halbzeit ganz bestimmt rein. Also ganz entspanntes Spiel bitte. Timo Werner. Auf das 3-0. Peru ist sehr, sehr gut rausgekommen aus der Halbzeit. Auf jeden Fall besser als in der ersten. Jetzt hat Nick Kai Havertz, sehe ich, die Chance auf 3-0 per Elfmeter. Und so wie der drauf ist, macht er den. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Ey, er verschießt einfach. Ey, damit hätte ich nicht, also nicht mal ansatzweise gerechnet. Einfach verschossen. Kai Havertz verschießt den Elfer. Es bleibt beim 2-0. Was soll man sagen? Er ist eigentlich so sicher vom Punkt. Egal, weiter, Mann. Vorbei. Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt. Ihr seht es im Hintergrund, die MEWA Arena noch leuchten. 2-0 gegen Peru. Es war wirklich ein richtig geiler Abend. Ich kann es jedem nur empfehlen. Es ist ein Besuch wert. Länderspiele, sehr, sehr coole Sache. Und was das Allergeilste war, dass ich jetzt am Ende hier nochmal über den Parkplatz gelaufen bin und auf einmal an Knossis Auto vorbeigelaufen bin und dachte mir, bleibst mal 10 Minuten stehen, 20 Minuten, vielleicht kommt er ja. Und er ist gekommen und hat mir einfach Süßigkeiten und Alge gegeben. Boah, richtig geiles Trikot hier. Komm mal, guck mal, was ich für dich hab. Steht noch hier mit deinem Auto. Alge-Limonade, trink. Danke. Danke fürs Kommen. Auch du hast zur Stimmung beigetragen. War wunderbar. Ohne dich wäre die Stimmung heute nicht so gewesen. Du bist einer der Ehrenfans. Und ich hoffe, du bist dabei am 30.07. in diesem Stadion. Bester Mann. Eben, also größter Ehrenmann. Jetzt habe ich einfach Alge-Limette, die neue Sorte. Kann man mal probieren. Und auf jeden Fall sehr, 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 sehr sympathisch. Haben ein, zwei Bilder gemacht. Ihm hat es sehr, sehr gefallen in der MEWA Arena. Vor allem das Spiel hat er sich auch einen Trick von David Raum sichern können. Sehr, sehr cooler Typ. Ey, was ein Zufall, Alter. Das ist ja auch wirklich, ich stand da, dachte mir 10, 20 Minuten, dann gehst du heim. Und dann kam der wirklich ans Auto und dann war der wirklich sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr menschlich, sehr, sehr korrekter Typ. Ja, Leute, wenn ihr Bock habt auf weiter solche Videos, wenn ihr Bock habt, dass ich auch mal öfters auf Länderspiele gehe, dann schreibt es in die Kommentare, lasst ein Abo da, wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt. Und ja, auch ganz wichtig, unbedingt ein Like da lassen. Wir wachsen immer weiter. Es war ein richtig geiler Tag, ein richtig geiler Abend. Und damit würde ich sagen, bin ich raus. Ich verabschiede mich aus Mainz. Das war's mit dem Video. Nächste Woche sehen wir uns dann in Leipzig. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.